So, nächste Phase. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Bock auf den Marathon gerade. Weiß nicht, ich finde den Kampf so sympathisch aufgezogen und dadurch, dass er sich nicht so krass verändert von Mal zu Mal, ist es auch nicht so anstrengend, sich immer wieder reinzudenken. Muss halt immer nur die neue. Energischer, gewissenhafter, überwältigender, prachtvoller, leidenschaftlicher, furchterregender, schöner, mächtiger, grauer Prinz Zote. kommt da jetzt überhaupt noch mehr dazu oder kommt mir das nur so vor? Weil so richtig viel länger wird der Text, glaube ich, eigentlich nicht mehr. Aber gut, vielleicht täuscht das auch. Oh, ich habe auch mit weniger Leben gestartet, glaube ich. Das war per se schon mal nicht so clever. Sunda kann er immer noch. Das hat sehr geholfen, sich da nochmal so viel heilen zu können. Was? Aber irgendwie scheint er diesmal nicht mehr gehabt zu haben. Keine Ahnung, ob das ein Trugschluss ist, aber irgendwie scheint er nicht mehr zu machen. Vielleicht hält er nur mehr aus. Das ist natürlich denkbar. Kam mir das gerade nur so vor, weil mein Doppelsprung gerade größer. Wow. Aber der Energischer haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt. Es wäre natürlich auch sau cool, wenn diese Attribute, die man da immer sieht, dass die wirklich ihm irgendwie zugeschrieben werden. Im Sinne von. Oh, er macht doppelten Schaden? What the fuck? Okay, das ist asozial. Das ist richtig asozial. Jo, er macht einfach zwei Herzen Schaden. Kranker Typ. Ja, das ist natürlich. Jetzt geht meine Taktik ziemlich für den Arsch. Immer machen die Viecher nicht doppelten Schaden. Das ist ja schon mal eine gewisse Errungenschaft, aber. Deshalb hat er mich eben auch gekillt, obwohl ich. Genau, weil er dich halt mit zwei Herzen killen kann. Okay, so langsam spielt das Spiel ein bisschen unfair. Was zum Geier macht die graue Maid mit dem armen Zote, damit er jedes Mal stärker wird? Und in dem Fall kann man, glaube ich, sagen, wirklich mit dem armen Zote. Weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Er hat sie ja selbst irgendwie indoktriniert, ne? Irgendwie. Ach, shit. Ja, wenn man gleich schon anfängt mit zwei Herzen Defizit, dann ist natürlich ziemlicher Gulasch. Aber auch das ist wieder so eine Sache, ja. Wenn ich unter den Umständen den Kampf angefangen hätte, hätte ich gesagt, nie im Leben schaffe ich den. Mache das erstmal wieder irgendwie ein bisschen auf. Ach, shit. Ja, da muss man jetzt wirklich. Da muss man wirklich, wirklich vorsichtig sein. Ja, genau. Nämlich so nicht. Wie mache ich das? Wow. Okay, das ist krank. Weil heilen ist jetzt eigentlich fast nur noch drin in den Zwischenphasen. Ich kann eigentlich nicht mehr heilen, während er. Nee, ich darf nicht mehr heilen. Ich glaube, das ist die Devise in dem Fight gerade. Heile nicht, kämpfe. Warum das nicht getroffen hat, weiß ich jetzt nicht. Das war ein bisschen unfair, aber gut. Ich akzeptiere das mal. Genau, ich werde jetzt einfach so probieren. Keine Ahnung. Ich werde jetzt alles auf Kamikaze raushauen. Heilen werde ich nur noch in den Zwischenphasen. Das wäre natürlich die asozialste Scheiße, wenn er irgendwann keine Zwischenphasen mehr hat. Was ich mir aber durchaus vorstellen könnte. Weil. Vier Phasen oder vier Upgrades von Zote klingt halt nicht so cool. Fünf klingt besser. Und irgendwas muss er noch können später. So wie es aussieht, hat er schon alle seine Spawn-Möglichkeiten ausgeschöpft. Das waren ja so das. Oh shit, das hätte ich nicht tun sollen. Das war ja so die Devise von davor. Ach Mann, das hätte ich nicht tun sollen. Da lasse ich mich dann immer verleiten, dann die Viecher anzugreifen. Ja, jetzt hat er mich zweimal getroffen. Ich muss mich dreimal heilen, um dann wieder hochzukommen. Das ist echt krass. Aber man merkt, wenn man Kamikaze gegen ihn spielt, kann man ihm manchmal auch echt krass eine reinhauen. Manchmal. Auch wenn das vielleicht nicht so ganz gut ist, die Gegner hier einfach zu ignorieren. Ach Mist. Das war nix. Da hat er irgendwie wieder vorausgesehen, wo ich hincharge. Das war seltsam. Aber ich glaube, so kann es gehen. Ja, manchmal kann man ihm wirklich kamikaze-mäßig voll viel reinhauen. Und wenn man das macht, anstatt sich zu heilen, kommt die nächste Ausruhphase halt auch wieder schneller.
Der Nachteil ist, ich muss mich dreimal in der Ausruhphase heilen. Zweimal, um einen Treffer kaputt zu machen. Ist krank. Ist definitiv krank. Also, man könnte aber, ja, das könnte man sich sogar überlegen, ob man vielleicht die Gegner lieber stehen lässt oder zumindest einen Gegner stehen lässt, den man dann so als Schutzschild benutzt, dass man halt anstatt von ihm Schaden zu nehmen, lieber von dem kleinen Vieh Schaden nimmt. Das wäre eine Möglichkeit, aber finde ich jetzt auch nicht so geil, muss ich sagen. Oh, wow. Ja, man darf halt auch nicht zu Kamikaze-mäßig spielen. Ja, denn da passiert das. Ja, also man muss halt schon irgendwie darauf achten, dass die gespawnten Gegner irgendwie noch da bleiben. Nicht da bleiben, dass man die wegkriegt. Auch wenn es vielleicht ganz cool wäre, sich einen zu halten, aber ich glaube, die Reaktionszeit dann zu sagen, ich lasse mich lieber von ihm treffen oder von seinem Minion, ist quasi nicht gegeben. Ich glaube, so realistisch muss man das dann schon noch sehen. Warum kann ich ihn am Anfang keinen Treffer zufügen? Das ist richtig unfair, finde ich. Ah, Mist, das war nix. Ach Mann, da hätte ich mich wieder von der Spinne treffen lassen sollen. Gibt es irgendwie ein halbes Schadensachievement oder so? Das wäre hier super zu aktivieren, dann wäre es nämlich genau derselbe Zootkampf wie vorher. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu mächtig. Also vielleicht so im ganz krassen Endgame. Wieso hat er da jetzt gerochen, dass ich nach rechts ausweiche? Manchmal ist er doch ein bisschen. Wow. Das finde ich immer noch am unberechenbarsten. Seine Kombis. Oh nein. Seine Kombis, die er machen kann mit seinem Trippelsprung. Weil er kann er vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Und ja. Dann kommen die Stoßwellen auch immer unterschiedlich. Du darfst nicht über ihm sein, wenn er das macht, weil dann trifft er dich sowieso. Und du weißt auch nicht, wie oft das nachkombiniert. Das ist eigentlich ein echt kritischer Teil der Phase. Aber egal. Wir kriegen das irgendwie. Ja, überrennen mich halt einfach, ne? Och Mann, das ist schon wieder. Ich weiß nicht, ob es einen sicheren Teil gibt, wo man sich ausheilen könnte. Bei ihm. Keine Ahnung. Er hat nicht ein Vieh gespawnt und ich bin gestorben. Das ist echt ein bisschen traurig. Weil die Viecher sind eigentlich das Einzige, was den Kampf unberechenbar machen. So, na, würde ich jetzt auch nicht sagen. Also ein bisschen. Ich weiß nicht, ob da wirklich RNG dabei ist oder ob er immer auf deine Position reagiert. Aber mein Gefühl ist, da ist auch ein bisschen RNG dabei, wann er wohin springt. Also. Keine Ahnung. Das wäre halt echt mal cool, bei solchen Bossen zu sehen, was die Entwickler da einprogrammiert haben, was die Logik hinter dem Boss ist quasi. Ja, das ist sehr nett von dir. Geil. Danke dafür. Das meine ich halt. Wie soll ich darauf reagieren? Das war komisch. Und er hat einfach wieder 2 Millionen Gegner gespawnt. Ja, natürlich. Okay, das war komisch. Das war sehr seltsam. Ich glaube, da bin ich irgendwie mit einem Walljump. Also hab ich mich an die Wand gekrallt und bin da mit einem Dash von der Wand in den gespawnten Minion rein. Auf jeden Fall spannend. Ne, bei dem Kampf, ich bin mir echt unsicher, was man hier auch für Talismane aktivieren könnte. Ich überlege gerade die ganze Zeit, aber längere Reichweite. Mäßig sinnvoll, würde ich behaupten. Weil eigentlich habe ich mit Reichweite nicht so viel Probleme. Ich habe echt Probleme, dass er einfach mit mich reinrennt manchmal, wenn ich versuche, noch ein paar Attacken nachzuhängen. Ja, also mir fällt es hier echt schwer zu sagen, was für Talismane man hier benutzen könnte. Oh, wow. Das war knapp. Ja.
Das war okay. Nein, das war doch so gut. Okay, mit dem Balljump kann man das so viel einfacher machen. Okay, das war jetzt richtig dumm, was ich hier mache, aber gut. Was ich mich gerade frage, ist, warum zum Geil schaffe ich es nicht mehr in die zweite Phase? Spiele ich jetzt zu Kamikaze-mäßig, weil ich mich gar nicht mehr heilen will? Oder was ist das Problem? Keine Ahnung. Ich meine, man könnte ja auch mit Seele irgendwie ein bisschen angreifen, aber ich weiß nicht. Meine Seelenfähigkeiten sind halt echt gefühlt ziemlich weit unter meinen Nagelfähigkeiten gelevelt. Keine Ahnung, ob man das noch besser hinbekommen kann. Ob wir das noch schnell besser hinbekommen könnten. Mit dem Talisman. Das war wieder gut. Schöner Anfang immer. Und gleich Schaden frisst. Ich meine, wenn man ein bisschen darauf achtet, was er für Geräusche macht, kriegt man... Wow. Was? Das war absehbar. Ah, wenn man ein bisschen darauf achtet, was er für Geräusche macht, kriegt er einen zumindest nicht mehr... ja, nicht mehr überrascht mit dem von oben chargen. Und mittlerweile weiß ich auch ungefähr, wie ich da ausweichen muss. Das hat, glaube ich, wirklich, im Vergleich zur letzten Session, ist das, glaube ich, das Schlüsselelement gewesen, diesen Kampf überhaupt zu gewinnen. Beim ersten Mal. Und hat es dann auch deutlich einfacher gemacht, die folgenden Kämpfe zu gewinnen. Aber zwei Herzen Schaden, das ist einfach viel. Und da sieht man halt, dass ich halt den Boss doch nicht so ganz raus habe. Weil wenn ich ihn ganz raus gehabt hätte, wäre das auch kein Problem gewesen. Aber es ist halt doch immer noch mal dabei, dass man sich heilen muss und dann doch auch mal auf angewiesen ist, irgendwie random keinen Schaden zu nehmen. Das war dumm. Das war auch dumm, weil jetzt... Da weiß ich nie, was er danach kombiniert. Das war vielleicht nicht so ganz clever. Uncool. Wie viel willst du denn noch machen, bitte? Nein. Ja, okay. Manchmal verwechsel ich auch die Spinnenköpfe mit meinen. Das ist auch ein bisschen uncool. Ah, warum die Spinnen? Die sind echt unangenehmer. Die sind deutlich unangenehmer als die fliegenden Viecher, weil die fliegenden Viecher... Also, Luftkampf gegen ist einfacher, weil er einfach nicht so oft in der Luft dich treffen kann. Aber einen Gegner zu killen, der auf dem Boden ist, das ist eine ganz andere Herausforderung. Und gut, die Spinnen springen schon relativ viel, aber die springen halt komplett zielunorientiert. Yo, spawn einfach mal drei Gegner direkt am Anfang vom Kampf. Jetzt will er es aber richtig wissen. Ach, Mist. Ja, da kann man mit Walljumps so einfach ausweichen, der Attacke. Warum habe ich das bisher nicht erkannt? Das ist so schlecht. Okay, das hat soweit gepasst. Ja, jetzt habe ich zwei geheilt und gleich wieder zwei in die Fresse bekommen. Das hat es dann eben auch nicht gebracht. Vielleicht sollte ich das Heilen noch nicht ganz aufgeben, gerade wenn er den Thunder macht. Oder was auch immer das anders bedeuten soll. Seine Zunder-Minions. Da kann man eigentlich nicht gut heilen. Das ist eigentlich sogar eher eine schwache Attacke von ihm. Das war gut. Okay. Zumindest mal wieder in die zweite Phase geschafft. Das wird ja auch mal... Ach, scheiße. Och, Mann. Das muss dann nicht sein. Darf dann aber auch nicht zu schnell aufgeben. Nein. Das war überraschend, mein Freund. Ja, und das war... Mein Tod. Nee, ich glaube, die bessere Idee tatsächlich, ich versuche ja immer möglichst schnell da nach rechts zu kommen und dann zu springen, aber die bessere Idee wäre tatsächlich einfach weiter zu chargen, weil ich habe den schnellen Charge, der hilft in dem Kampf auch ziemlich gut. Und wenn ich den schnellen Charge aktiviert habe, oder wenn ich ihn zweimal hintereinander einsetze, komme ich schnell an die Wand und an der Wand kann ich einen Doppelsprung deutlich schneller machen als ohne Wand, weil der Wandsprung einfach schneller funktioniert als der Doppelsprung. Doppelsprung funktioniert halt nicht instantan.
Jo, mach. Jo, das war sehr fair. Erstmal eingesperrt und dann von der anderen Seite angegriffen. Da hätte man sich eigentlich heilen können. Ja. Oder man lässt es halt und steht einfach nur so rum. Ist auch eine Möglichkeit. Ah, so vielleicht nicht. Baba, es ist nicht so einfach. Ihr seht es. Aber ich probiere mein Bestes. Und vielleicht wäre es wirklich sinnvoll, an der Stelle mal abzubrechen und sich zu überlegen, einen Talisman reinzuhauen. Ich meine, mehr Stärke ist immer gut. Das würde uns auf jeden Fall helfen, schnell in die nächste Phase zu kommen. Dann kann man sich auch schneller heilen. Ich glaube, in dem Fall ist wirklich so ein Berserker-Ding gar nicht so schlecht. Also, eventuell sogar, was man sich ja auch überlegen könnte. Ich kann mir immer nur dreimal heilen. Nee, ich glaube, so darf man nicht denken. Also, ich habe überlegt, gerade den Berserker-Talisman reinzuhauen. Weil ich ja eh immer relativ schnell auf einem Le Leben lande. Beziehungsweise halt nur auf 1, 3, 5, 7 sein kann. Wenn ich nicht irgendwie nur eins zwischenheile oder so. Oder drei oder fünf oder. Nee, egal. Ihr wisst, was ich meine. Natürlich. Wie lange kann er denn da? Das hat er noch nie so lange gemacht. Okay. Das war interessant. Und das war uncool. Jetzt muss ich mich wieder drei Gegner aus der Luft holen. Ne, es waren nur zwei. Okay, das eine war Hintergrund. Das ist gut. Nein! Oh. Warum muss er denn da? Manchmal kriegt er von der Wand so einen geilen Rückstoß, der ihm so dermaßen hilft. Jetzt konnte ich zumindest mal zwei heilen. Das war sehr gut. Yes. Sehr gut. Sehr gut. Das hat viel. Oh nein. Warum habe ich mit der Attacke immer noch so viel Probleme? Ja, warum probiere ich ihn da überhaupt anzu. Wow. Jetzt habe ich wieder ohne Hirn gespielt. Das war dumm. Ja. Der eine Heal, um zwei Schaden zu kassieren, das ist immer das Dümmste, was man machen kann in der Situation. Ich meine, manchmal kann man bei sowas nochmal zurückkommen. Muss halt schon irgendwie. Also, ich habe schon das Gefühl, ganz aufs Heilen zu verzichten ist schwierig. Manchmal hast du halt wirklich gute Phasen zum Heilen, gerade wenn er den Thunder macht. Was kein Thunder ist, sondern explodierende Gegner, die er spawnt, aber egal. Ich nenne es jetzt so, weil es sich so anhört. Oh Mann. Er rennt einfach auf dich zu und dann hast du schon wieder zwei Herzen verloren. Das finde ich halt in der Hinsicht ein bisschen uncool, muss ich sagen. Dass halt auch so Attacken, die halt so richtig unspektakulär sind, dann so viel Damage machen. Wie so eine Gulasch-Attacke, wie so eine richtig starke Attacke. Also da könnte man ein bisschen diskriminieren tatsächlich noch. Hä? Dass er mich da getroffen hat, hat mich sehr verwundert. Oh. Aha. Er ist zurückgejumpt, hat neue Minions gespawnt. Ich habe gerade gedacht, wo bleibt er? Ja, die Doppelspawn-Technik, die ist echt mies, weil du siehst, du weißt es halt nicht, wann du dich wieder heilen kannst. Und eigentlich wäre das super zum Heilen. Und danach könnte man dann probieren, die Gegner wieder zu besiegen. Aber du merkst es einfach nicht. Und dann hast du auf einmal vier zusätzliche Gegner auf dem Screen. Oder drei. Ich glaube, drei kann er. Ich weiß nicht, kann er vier? Kann er vier oder kann er die nicht? Ach, Mann. Was zum Geier passiert hier? Okay. Da habe ich jetzt irgendwie nicht mit gerechnet gehabt. Was zum Geier ist da gerade passiert? Das war ein Kampf hinterm Vorhang. Keiner hat gewusst, was gerade los ist. Er ist einfach einmal gesprungen und alles war tot. Ne, ich habe gedacht, ich barriere die mich an die Ecke ein, weil von den Viechern kriege ich nur einen Schaden. Und einen Schaden kassiere ich eh. Das heißt, ich versuche einfach in der Ecke mal die Viecher kaputt zu machen. Aber das hat leider nicht besonders gut funktioniert. Oh Gott. So, Zote, jetzt stell dich mal nicht so an. Warum dreht er sich da in der Luft?
Okay, das war glücklich, dass er da aufhören musste. Dankeschön dafür. Ach shit, das wäre ein schöner Moment gewesen, die Spinne zu killen. Ja, jetzt haben wir 50 Gegner wieder auf dem Screen. Okay, da habe ich irgendwie die alle weggekriegt, sehr gut. Oh Mann. Ich dachte, dann mache ich mal nur den einfachen Sprung, weil ich danach dann besser dem anderen ausweichen kann. Aber das hat halt gar nicht funktioniert. Yes, okay, darauf habe ich spekuliert. So ein bisschen hat man es mittlerweile im Gefühl, wie viele Schläge er braucht, wollte ich sagen. Zur Not muss man einfach den seitlichen Dash machen. Der hält dann ja auch noch ein bisschen länger in der Luft. Nein. Oh, ich lebe noch. Jetzt nicht mehr. Oh Mann, diese Doppeltreffer sehen immer so aus, als hätte man gleich verloren. Das ist echt krass. Der visuelle Effekt davon ist, glaube ich, ein bisschen anders als bei normalen Treffern. Und deshalb sieht es so ein bisschen... Keine Ahnung. Sieht so aus, als wäre ich schon tot. Beziehungsweise du gibst halt auch schneller auf, wenn du weißt, dass du nur 3 Treffer aushältst. Aber das zeigt einfach mal, wie wichtig dieses Hochheilen in diesem Spiel ist. Weil an sich... Der Kampf ist ja nicht... Wow. Krank. Okay, der Kampf ist ja eigentlich nichts anderes, als wenn ich einfach nur 4 Herzen hätte. Aber das, was viel mehr wehtut, ist die Tatsache, dass ich mich nicht so schnell hochheilen kann wie in anderen Kämpfen. Dass die Schnellheilung eigentlich ziemlich nutzlos ist tatsächlich. Die mir sonst immer den Arsch rettet. Wirklich immer. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Was zum Geier? Wie hätte das denn gemacht? Das war eigentlich ganz gut. Das einzige Problem ist, ich kann mich jetzt halt nicht heilen. Ja, du solltest keinen Kamikaze-Modus fahren, wenn noch Gegner auf dem Screen sind. Ich glaube, das ist so die Devise davon gerade gewesen. Weil dann machst du es dir nur selbst kaputt. Ja, das ist geil. Na? Ach Mann, das ist manchmal, du chargst weg oder hast einen Schlag gerade am Aufladen gehabt und dann denkst du, okay, jetzt drücke ich anstatt die Taste zum Schlag aufladen, die irgendwie noch gespeichert ist, drücke ich jetzt meine Heal-Taste, aber hast ein bisschen zu früh die Heal-Taste gedrückt und dann wird es nicht akzeptiert und dann stehst du da rum und in der Zeit hättest du dich schon 100 Mal heilen können, aber es wird einfach nie akzeptiert und du checkst es zu spät und dann musst du es nochmal neu drücken. Das ist halt immer das Problem bei so Aufladeattacken. Wenn das Aufladen nicht funktioniert, stehst du einfach ewig rum und machst nichts. Okay. Das war ein bisschen glücklich, dass er da weggeportet ist. Oh Gott. Was? Ja. Okay, ich sehe meine Schwachstelle bei der Attacke. Du darfst nicht zu schnell hinter ihm runterfallen, weil dann dreht er sich noch, während er in der Wegbewegung ist, um. Das war dumm. Das war richtig dumm. Oh, da war ich gierig, aber es hat funktioniert. Nein, das hat nicht funktioniert. Yes. Ach Mann, ich dachte, es reicht noch von der Reichweite her. Dann natürlich gleich wieder alles verloren. Warum musst du jetzt wieder spawnen? Mann, immer wenn man gerade das Feld geklärt hat, dann fängt er wieder an mit seinen Spawn-Tricks. Aber das mit dem Walljump, oh Mann, das ist dafür echt eine sinnvolle Sache. Nein! Warum machst du denn den Dreifachsprung? Alles andere wäre gut gewesen. Du hättest nach dem ersten Sprung hättest du dich entscheiden können, irgendwie einen anderen Move zu machen. Nach dem zweiten Sprung hättest du dich entscheiden können, einen anderen Move zu machen. Du hättest immer
Nach jedem einzelnen Sprung hättest du dich entscheiden können, danach lieber deinen Ich charge nach oben und bin aus dem Bild-Move zu machen. Weil ich glaube, die kann er alle irgendwie so nachkombinieren, aber genau das hätte er nicht machen dürfen, da einfach den Dreifachsprung fertig zu machen. Ja, irgendwie funktioniert das gerade nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Ja, das funktioniert so. Die Viecher machen auch zwei Schaden. Unfair. Gut, das war jetzt mit die denkbar schlechteste Attacke, die er hätte machen können. Eigentlich. Aber die Reichweite davon ist mir immer manchmal noch nicht geheuer. Das ist echt krass. Weiß nicht, mit der Attacke habe ich immer Probleme. Und eigentlich müsste man sich nur in die Wand retten, Walljumps machen, bis er runterfällt, dann von der Wand weggehen, ihm eine geben und dann wegrennen. Eigentlich super simpel. Warum habe ich damit immer Probleme und bleibe in der Mitte? Muss man eigentlich nicht. Müsste man eigentlich nicht. Okay, war vielleicht eine Fehlentscheidung, ihn da anzugreifen, anstatt die Spinne? Keine Ahnung. Ja, jetzt kommt mir nämlich die Spinne erheblich nah. Das war Glück, das war extrem glücklich. Aber warum zwei Spinnies? Warum zwei Spinnies? Ich mag die Luftgegner viel mehr. Ja, genau deswegen. Genau deswegen. Das war die denkbar schlechteste Abfolge, die hätte passieren können. Aber gut. So, jetzt nochmal mit Konzentration. Ich würde sagen, wir machen noch drei Versuche und dann probiere ich es mal mit einem Talisman. Ja, was man überlegen. Na, was die Frage ist, was will ich rausnehmen? Den Sprintmeister will ich eigentlich nicht rausnehmen und meine Schnellheilung eigentlich auch nicht, auch wenn ich sie sehr selten benutzen kann tatsächlich. Aber wenn man sie benutzen kann. Nee, gar nicht. Die Schnellheilung muss ich drin lassen, weil zwischen den Phasen ist sie elementar. Oh Mann, gleich den Doppeltreffer kassieren, das ist natürlich super. Ja, das ist nichts, was ich hier tue. Ja, das ist mein Tod. Das war absehbar. Da ist man für jede Attacke ein bisschen zu langsam gewesen. Die spawnenden Viecher ein bisschen zu langsam gekillt, dann bei den anderen spawnenden Viechern zu langsam geheilt. Das hätte so viel besser laufen können. Aber du musst halt wirklich vorausahnen, teilweise, was er vorhat. Und es fällt mir immer noch extrem schwierig, seine Attacken vorauszuahnen. Ich meine, man sieht schon so ein bisschen, was er macht, aber halt immer, wenn es zu spät ist. Mann, jetzt spawnt er schon wieder nur noch. Was? Wow, okay. Dass mich da die eine Bodenwelle nicht getroffen hat, ist eigentlich ein Wunder. Oh. Gut, das ging schnell. Das war Nummer 1. Ach man, wieso komme ich eigentlich nicht mehr zur zweiten Phase? Das ging mal so gut. Naja, ich habe es zweimal hinbekommen, sagen wir es so. Ah, wie ist es? Beim letzten Mal hatte er mehr als drei Phasen. Wenn er hier auch mehr als drei Phasen hat, sehe ich schwarz, das mit der jetzigen Ausstattung zu machen. Ziemlich schwarz, ja. Also, ich meine, es ist jetzt nicht so, als wüsste, könnte ich sein Bewegungsmuster jetzt nicht in- und auswendig, aber trotzdem fällt es mir halt immer noch schwierig, ihm an der richtigen Stelle einen mitzugeben. Oh, das war knapp. Aber da war meine Priorität, die Spinne zu erledigen. Was vielleicht auch nicht immer so klug ist. Genau, mach das mal. Oh Gott, da charge ich nun genau in ihn rein. Das war das Dümmste, was man hätte machen können. Was? Er rennt wieder einfach in mich rein. Ich glaub's nicht. Jo. Da habe ich schon wieder gedacht, es wäre es gewesen. Aber es war es noch gar nicht. Jetzt war es es aber. Ah, wenn er die Attacke macht und du stehst direkt vor ihm, keine Chance. Wie soll man da ausweichen? I don't get it. Vielleicht wirklich. Ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass meine größte Schwachstelle ist, wenn man den Flügel macht. Man fällt ja erst noch ein bisschen runter.
dass man den Flügel wirklich am höchsten Punkt im Sprung machen muss. Aber da muss man mit dem Sprung quasi schon über ihm sein. Und ich mache den Doppelsprung, glaube ich, zu schnell. Und dann hat der zweite Sprung quasi nicht die Möglichkeit, schnell genug dann an ihn ranzukommen wieder. Wow. Das war wieder so ein Killer-Anfang. Ein Spawn. Warum machst du das? Ja, genau. Was? Er spawnt wieder. Ne, er spawnt nicht. Er springt wieder auf mich. So, dich hätten wir. Auch mal dankbar, wenn er dann ausnahmsweise so einen Mist baut. Okay. Ich vergesse dann immer, dass die kleinen Viecher mich auch killen. Okay, wir probieren es einmal mit einem Talisman. Und gucken mal, wie schwer es dann wird. Vielleicht ist es wirklich deutlich angenehmer. Wir schauen mal. Was für Talismane haben wir denn? Talismane? Talismänner? Den Wegekompass können wir rausnehmen. Den Geoschwarm können wir rausnehmen. Dann. Länger unverwundbar. Nee, Seele ist Schwachsinn. Sprint mal. Seelenfresser? Nee, das ist auch Schwachsinn. Laufmeister. Lauftempo erhöhen könnte gegen ihn auch helfen, tatsächlich. Fragile Stärke, ja genau. Ah, okay. Stärker fortschleudern. Das bringt aber wahrscheinlich bei dem Gegner gar nichts, weil er überhaupt nicht weg. Die Reichweite dramatisch. Wenn dieser dem Tod nahe ist, Stärke erhöhen. Haben wir eigentlich ein Stärke erhöhen so? Der Panzer ist nicht unzerstörbar und bricht bei zu viel Schaden. Okay, Eagle Nest. Das bringt uns, glaube ich, nichts. Gut, das könnten wir für ein bisschen mehr extra Leben reinpacken, aber... ein Schild, der dem Träger folgt und versucht ihn zu beschützen. Okay. Okay, das ist eine Schnellaufladung. Ist vielleicht auch nicht so schlecht. Ja, aber was bringt uns hier tatsächlich irgendwas? Ich bin... Ha. Ich weiß nicht mal, was ich hier reinpacken soll. Da bin ich echt überfragt. Ich meine, ich kann den Laufmeister reinpacken, der könnte uns helfen. Und den, die Reichweite? Den Traumschild? Keine Ahnung, stelle ich mir halt vor, dass das nur gegen Projektile irgendwie was bringen kann. Aber wir sind schon schneller. Das könnte helfen, könnte helfen. Weil gegen ihn ist es halt wirklich so, du musst einen Ticken schneller sein als er. Und wenn du die Attacken erkennst, bist du halt manchmal einfach zu langsam im Laufen. Und dann machst du es dir kaputt. Aber so könnte es tatsächlich... Wir haben einen Sprintmeister drin, wir haben einen Laufmeister drin. Vielleicht ist Fortbewegung gegen ihn wirklich das Beste, was man tun kann. Oder man müsste halt einfach seinen Nagel nochmal aufwerten. Das wäre auch eine Möglichkeit, was immer geht. Okay, ich fühle mich deutlich schneller tatsächlich. Im Laufen. Ob das jetzt so gut ist, ist die andere Frage, aber... Das müssen wir jetzt rausfinden. Und ich habe auch das Gefühl, man trifft die Gegner ein bisschen besser. Aber es ist vielleicht auch nur ein Gefühl. Schnellere Aufladen vom schweren Schlag wäre vielleicht auch eine Idee. Wow. Okay, das war glücklich. Oder halt wirklich auch mal den Berserker probieren. Warum nicht? Also wenn man springt, während er diesen Move macht, habe ich das Gefühl, dass er beim Sprinten... Umgekehrt. Wenn man springt, während er den Move macht, wo er von unten kommt, von oben auf dich drauf fällt oder auf den Boden fällt, habe ich das Gefühl, dass man durch ihn durchspringen kann. Ich weiß nicht, ob das der Wahrheit entspricht, aber das könnte einem das sehr viel einfacher machen, ihm einen Doppelschlag mitzugeben. Einmal, wenn er runterkommt, einfach in ihm bleiben. Und wenn man springt, wird man ja von der Druckwelle getroffen. Also von daher wäre das ziemlich ideal. Ja, das ist geil. Ja, das ist noch geiler, was hier... Yo,
Das war mit der allerschlechteste Versuch, den ich mir jemals geleistet habe. Großen Respekt dafür. Nein. Aber wie gesagt, ich habe halt A, Angst davor. Also, was mich ein bisschen demotiviert gerade bei den Kämpfen hier ist, du kannst dir relativ sicher sein, er wird noch eine Phase haben. Also, was heißt noch eine Phase? Er wird noch mal stärker werden. Und er hat halt immer noch drei Phasen, beziehungsweise eventuell sogar mehr als drei Phasen, was extrem krank wäre. Ich muss mir jetzt erstmal an das schnellere Lauftempo gewöhnen. Das ist jetzt erstmal so gerade mein Problem. Weil es ist wirklich agil. Also ich liebe es, aber muss ich halt wirklich erstmal dran gewöhnen. Ja, das ist geil. Wenn er in mich reinläuft, das ist dann immer. Der Moment, in dem man das eigentlich nicht machen will. Geil. Das darf man nicht machen. Ich versuche mich dann immer zu heilen, aber das Heilen ist schlecht und doof. Das in Panzer packen beim Heilen, das hilft auch nicht, glaube ich. Ich meine, dann macht er den Panzer. Obwohl. Wenn er mir keinen Schaden macht dabei und er nur meine Heilung unterbricht und halt meinen Panzer, dann wäre das eine echt coole. Warum passiert sowas? Er läuft einfach um mich zu und macht sonst nichts. Aber es reicht halt. Und jetzt treffe ich ihn auch nicht mehr. Hä? Hallo? Es läuft nicht. Ich denke zu viel nach bei dem Kampf. Ich muss einfach mehr angreifen. Ja, das ist immer wieder geil. Doch, das könnte tatsächlich helfen. Ich probiere es, glaube ich, mal mit dem Schild gleich. Ja. Wir probieren es mal mit dem Schild. Alleine mal zu sehen, was passiert. Ich bin nämlich echt unsicher, was das Schild ganz genau macht. Aber in Kombi mit dem Schnellheilen könnte das halt dafür sorgen, dass wir halt nicht uns einmal heilen und dann zwei Schaden nehmen, sondern eventuell halt keinen Schaden nehmen, was sehr cool wäre. So, den Schild haben wir hier. Ja, dann machen wir doch noch. Lässt ihn einen heldenhaften Duft verströmen. Das ist wichtig. Ja. Na, was sagst du jetzt? Hä? Heldenhafter Duft? Hä? Willst du? Willst du haben? Na, riecht gut. Kriegst du nicht. Kriegst du erst dann, wenn wir deinen heldenhaften. Vielleicht ist das gar nicht so gut, das jetzt zu haben, weil das mich ultra verwirrt gerade, dass wir die ganze Zeit diese Rauchwolke um uns haben. Scheiße. Das sind auch pulsartige Düfte, die da rauskommen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich heldenhafter Duft ist. Gut, manche mögen das anders sehen, aber. Vielleicht hilft es auch. Vielleicht sieht es so komisch aus, dass es wieder hilft. Keine Ahnung. Okay, das war nix, weil genau in dem Moment, wo ich mich heilen wollte, dann genau das passiert ist, was nicht passieren soll. Okay, das war super. Sogar noch die Spinne getötet an der Wand. Das war ein super Bonus. Okay, Tatsache. Ich verliere keine Herzen. Das ist bei einem Doppel. Ja, egal. Das war rein investigativ der Versuch. Aber wie gesagt, bei so einem Doppel-Herzen-Schaden-Boss ist das der Burner. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wow. Das liebe ich ja immer noch, wenn da Sachen in mir spawnt, aber. Okay, was soll das mit dem Duft? Das machen wir wieder aus. Es ist, ja, weiß nicht. Es gibt Grenzen, und die ist hier erreicht. Kein heldenhafter Duft mehr. So. Was können wir noch reinpacken? Der Sporenpilz. Pracht des Nagelmeisters. Ah, früher zu entfesseln, Künste früher aufzuladen. Das klingt ganz gut.
Das heißt, schnellere Aufladung für einen schweren Schlag, nehme ich an. Jetzt aber wirklich optimiert auf Talismane, glaube ich. Ich glaube, besser kann man wirklich nicht ausrüsten für den Kampf. Zumindest nicht mit meinem Spielstil. Es mag da Leute geben, die machen hier einen reinen Seelenkampf draus. Keine Ahnung, ich kann sowas nicht. Keine Ahnung, das ganze Seelengespiele bei Bossen, man kann es manchmal anwenden, und wenn man jetzt irgendwelche Massen an Gegnerhorden besiegen muss in einem Kampf, aber in den seltensten Fällen finde ich es wirklich sinnvoll. No, shit, das war nicht so gut. No, das passt. Ach, shit. Okay, er trifft denn doch. Ich habe gedacht, man könnte es vielleicht abwenden. Nein, trifft mich doch nicht nochmal. Yes, das war gut. Nein, nur zweimal heilen können. Ich meine, du hast immer noch das Problem, dass dir jetzt mittlerweile dann Seele fehlt, wenn du dich heilen willst. Das ist halt die andere Sache. Nein, ich springe einfach in ihn rein. Das ist so dumm. Das sind zu viele Gegner, mein Freund. Gut, dass ich das mit dem Wandsprung mittlerweile raus habe. Das ist wirklich hilfreich und das war dumm. Oh, ich war mir so sicher. Normalerweise, nachdem er diese, ja, diese Attacke macht, ist er eigentlich immer am Zurückweichen. Eigentlich immer. Und in dem Moment muss er einfach auf dich zulaufen. Wobei, man muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich sowieso nicht aufgeladen habe, weil ich mal wieder die Taste zu früh gedrückt habe. Ah, nee, das ist, glaube ich, gar nicht, wenn man. Das ist, glaube ich, gar nicht der Angriff, der das Problem ist. Ich glaube, es ist eher die Tatsache, dass ich dann in der Luft bin. Und in der Luft kann ich den halt nicht machen, die Schnellfokus. Dann lade ich ihn halt in der Luft auf. Und wenn ich auf den Boden komme, startet er nicht mit Aufladen. Das ist natürlich auch ein bisschen doof, muss man sagen. Dass das nicht so gemacht ist, dass man dann, sobald man auf dem Boden ist, anfängt aufzuladen. Mein Gott, oh Gott. Ja, jetzt läuft es aber richtig. Okay, immerhin nochmal eine Doppelaufladung geschafft. Was? Wieso treffe ich die Gegner jetzt nicht? Ja, wenn ich gar keinen Gegner von dreien treffe, dann wird es natürlich umso schwieriger. Das ist vollkommen richtig. Okay, hau mal ab. Ich habe gesagt, hau mal ab. Nein, da hätte ich einfach nur weiter aufladen müssen. Man muss das Schild dann auch nutzen können in dem Moment. Okay, das war nix. Ne, man muss das Schild dann auch in dem Moment nutzen. Ansonsten ist es wertlos. und ja, das ist halt das Kritische. Ich versuche dann zu früh aufzuhören mit dem Aufladen, um Seele zu sparen. In dem Moment kommt die Attacke rein, trifft mich dann und dann habe ich im Nachhinein zwar schön aufgeladen. Aber mein Schild ist halt nicht mehr aktiv. Und da muss man eventuell einfach länger aufladen, Seele verschleudern quasi, allein dafür, um das Schild aufrechtzuerhalten. Würde ja irgendwie Sinn machen. Okay. Zumindest habe ich das. Oh nein, ja, das ist. Ich hasse es, wenn man merkt, dass er die Attacke trifft, bevor man überhaupt was machen kann. Das war ungewöhnlich. Oh Gott. Warum wurde ich da jetzt getroffen? Das war richtig dämlich. Ah, Mann. Wow. Okay, manchmal ist es dann auch ganz schön komisch, dass dieser Vorhang da oben gefühlt irgendwie eine Schräge hat. Und wenn man dann mit dem Doppelsprung dagegen springt, dann hört er auf. Oder
prallt oben irgendwie ab oder so. Das hat mich gerade ultra verwirrt. Denn sonst hätte man da locker drüber gekonnt, aber ich glaube wirklich, der Vorhang hat einen gewissen... Ja, hat eine gewisse Todzone. Vielleicht kann man da auch nur nicht walljumpen oder so, da man walljumpt dann und denkt irgendwie, man hätte noch was anderes gemacht, aber hat's nicht oder so, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall seltsam. Och Mann, das ist schon wieder ein doppelter Doppeltreffer. So darf's halt echt nicht laufen, nee, so darf's wirklich nicht laufen. Das ist, okay, wir geben den ganzen noch 3-4 Versuche? Ich meine, ich glaube nicht, dass es wirklich eine bessere Ausstattung gegen ihn gibt aktuell. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich noch irgendwo ein Erz habe, was ich wieder eintauschen könnte, um den Nagel zu verbessern. Ich glaube fast. Wir haben immer welche von den Dingern übrig. Und mittlerweile wäre es vielleicht echt sinnvoll, das auch mal zu nutzen. Muss man einfach sagen. Aber wie gesagt, manchmal mag ich das Hardtryen einfach. Ich hoffe, ihr seid davon nicht besonders abgeschreckt. Aber da sieht man mal, wie viel Unterschied es einfach macht, wenn ein Gegner doppelten Schaden macht. Das ist schon crazy. Und das sind ja nicht mal seine Spawn-Viecher. Ja, aber die können wir mir auch vorstellen, dass die vielleicht in der nächsten Phase doppelten Schaden machen. Dass das dann so sein Gimmick ist. Das könnte natürlich auch sein. Hallo, wie viel willst du denn noch spawnen, bitte? Ja, das ist geil. Ja, das ist auch geil. Ich kann zwar mit dem Schild die ganze Zeit blocken, aber ich kann sonst nichts machen. Vor allem, wenn so eine Spinne dann auf meinem Kopf rumspringt und mich einfach die ganze Zeit daran hindert, mich zu heilen. Dann stehst du da und musst dein Schild aktivieren und es bringt dir nichts. Ich meine, was auch schon helfen könnte, ist, wenn man hier mit voller Seele hingeht. Das muss ich sagen, ist auch ein gewisses Manko irgendwie, dass es in Mistmund irgendwie keine Quelle gibt. Gibt es vielleicht sogar, aber ich wüsste nicht wo. Keine Ahnung. Hallo. Ich hasse es, wenn er mich da einfach einsperrt. Was soll man denn da machen? So. Okay, das sollte einfach zu dodgen sein. Jo. Wenn er das weit weg macht von einem, ist er wirklich kein Problem eigentlich. Aber auch nur eigentlich. Och Mann, die Spinne. Das war richtig komisch. Okay, das war richtig Glück, dass er da Pause machen musste. Ja, so kannst du auf jeden Fall deine Attacken weitermachen. Das soll mir recht sein. Was? Okay, da habe ich jetzt nicht gehört, was passiert. Das war ein Problem. Das war glücklich, dass es funktioniert hat, weil irgendwie ist er gefühlt mehr Camouflage jetzt, wenn er das macht. So. Genau, der Zaun hält einen manchmal wirklich davon ab, da irgendwas zu machen. Das passt. Was? Er läuft wieder einfach in mich rein. Ich liebe das, ja. Geil. Jo. Ah, das ist bitter. Genau nach dem zweiten Mal, wo man ihn down hat, dann sowas. Ja, wenn er halt spawnt und man ihn in dem Moment, wo er spawnt, killt, dann ist es halt echt blöd, weil du kannst dich nicht aufheilen in der Zeit, weil die Gegner dich dann jagen. Das ist ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Hä, irgendwie sieht das... Das Schild sieht irgendwie genauso aus wie das Geo-Symbol. Ist euch jetzt mal aufgefallen? Links bei meinem Inventar. Das finde ich irgendwie auffällig, aber gut. Ja, was soll ich denn da machen? Das würde ich wirklich mal gerne wissen. Wenn er mich da einsperrt, dann kann ich ja gar nichts gegen ihn machen.
Und auch da hat er mich halt genau eingesperrt. Ach man. Jo. Ah, wenn er einen Eimer hat, dann ist es so ernüchternd, weil du einfach nicht mehr... Du musst dann echt aufpassen, dass du keinen Doppeltreffer kassierst, weil dann ist er sowieso schon vorbei und... Es ist too much. Okay, egal. Ich bin trotzdem noch ein bisschen angefixt, weil wir eben in die zweite Phase, in die dritte Phase gekommen sind. Wobei wir ja immer noch nicht wissen, ob die dritte Phase die letzte ist. Das ist ja immer noch lange nicht gesagt. Aber ich habe den davor doch so souverän teilweise mal gehabt. Halt, wo er nicht den Doppelschaden gemacht hat. Ist das so ein psychischer Effekt oder... Keine Ahnung. Vielleicht spielt er schon eine Rolle. Darfst du dir einfach nicht vor Augen führen, dass er doppelten Schaden macht. Okay, zumindest habe ich die Minions mal schnell gekillt. Was? Woher hat er das jetzt gewusst? Dass ich da ausweiche in die Richtung. Und da wieder überhaupt nicht, obwohl ich das 5 Jahre vorher gemacht habe. Wow. Okay, manchmal sollte man einfach nicht ausweichen. Ich glaube, das ist so die größte Devise. Nicht ausweichen, nicht aufladen den Schlag. Weil eben habe ich einen Schlag aufgeladen, der spawnt die Explosivviecher vor mir tot. aber dass die jetzt auch 2 Schaden machen, das haben die vorher, glaube ich, auch nicht gemacht. Ich meine nicht. Ich meine, die haben es nicht gemacht. Aber gut, weiß ich nicht mehr genau. Was mir mittlerweile halt sauschwierig fällt, ist die Aufladezeit rauszufinden. Oder wann ich mich gegen ihn aufladen sollte. Das fällt mir jetzt ultra schwer rauszufinden mittlerweile. Ja, macht einfach nochmal. Wenn ich beide besiegt habe direkt, macht einfach nochmal 2. Das ist auf jeden Fall angenehm. Da habe ich wieder Glück gehabt, da wäre ich auf jeden Fall getroffen worden. Heuer. Jo, er überrennt mich halt wieder. Was soll man denn da machen, wenn er einfach auf dich zugerannt kommt? Du kannst nicht chargen, weil du in den Minion sonst laufen würdest. Der die ganze Zeit noch da rechts ist und du weißt es. Ja, keine Ahnung. Hä? Jetzt hat sich aber das Geo-Symbol irgendwie wieder gewandelt zum Panzer. War das ein Bug? Keine Ahnung. Das sah auf jeden Fall seltsam aus. So, habe ich eben irgendwas von Versuchen gesagt? Keine Ahnung, ich mache jetzt noch 3. Ja, ich glaube vielleicht auch weniger. Ja, ja, definitiv weniger. Jetzt bin ich auch irgendwie nicht mehr, weiß nicht, kann nicht mehr auf Sicherheit spielen. Das ist so ein gewisses Problem. Warum war jetzt... Jetzt war halt genau mein Schild leer in dem Moment. Und das hat alles kaputt gemacht. Ja. Also ich sag mal, 3 von 4 Minions bin ich ganz gut ausgewichen. Aber der 4. war dann halt ein bisschen zu viel. Das ist schon echt übel. Also, weiß nicht. Grundsätzlich habe ich echt Schwierigkeiten meistens mit solchen Spawn-Kämpfen. Insbesondere, wenn man dann halt noch einen starken Gegner daneben hat. Und ja, aber ich glaube, das größte Problem, was ich gerade habe, ist wirklich, dass er mich manchmal umrennt. Das war vorher nicht so oft der Fall. Mittlerweile habe ich das Gefühl, das passiert einfach öfter. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich öfter versuche, da Doppeltreffer oder so reinzuhauen. Und dann kann das halt auch öfter passieren. Was auch immer er da jetzt gerade da rechts gemacht hat, ist mir ein Rätsel. Jo, macht er mal wieder 2 hinterher, wenn man sieht, dass ich die ersten gekillt habe. Ach, shit.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht warum. In die letzte Fa oder in die nächste Phase zu kommen ist ultra schwierig. Da hatte ich jetzt den Eindruck, es sind nur noch ein paar Schläge irgendwie bis zur nächsten Phase. Wahrscheinlich waren es dann nur noch ein oder zwei, aber selbst wenn ich da gelandet wäre, hätte ich mich ja nicht mal heilen können, weil ich schon wieder ganz viel Heilung opfern musste und außerdem wieder Gegner da waren. Er spawnt gefühlt auch ein bisschen mehr als sonst. Weil jetzt eben hatte ich wirklich wenig Probleme mit dem in ihn reinlaufen. Da ist jetzt echt wenig passiert. Aber wenn er dann einfach doppelt spawnt, dann ist es einfach schwierig. Ja, genau die da. Und dann kann ich ja so, ich kann das ja sogar kontern, aber das bringt mir nichts, weil die Gegner dadurch ja nicht wegbleiben. Und das Geile ist, dass man nach einem Wandsprung sogar nochmal einen Doppelsprung wieder reinhauen kann. Okay, das ist. Also an sich haben wir mächtige Bewegungsmöglichkeiten. Man muss sie halt aber auch nutzen können. Und das fehlt mir gerade so ein bisschen. Ach Mann, dass das getroffen hat. Ein Trauerspiel. So, das sollte doch jetzt eigentlich möglich sein, dem auszuweichen. Und dann läuft er wieder in mich rein. Das ist. Ah. Okay. Ich würde sagen, letzter Versuch, wenn das nichts wird, neuer Nagel und dann geben wir ihm. Und zwar richtig. Weil so langsam, ja. Das Aufbuffen mit zwei Herzenschaden war einfach zu viel. Hätte ja gereicht, wenn wir ihm manche Attacken zwei Herzenschaden gegeben hätten. Das wäre ja cool gewesen irgendwie, so, dass man halt aufpassen muss vor, keine Ahnung, den harten Stampfern oder vor dem Schwertschlag oder sowas. Aber so alles auf einmal ist dann doch ein bisschen viel. Insbesondere, wenn er einfach nur nicht reinläuft und zwei Schaden macht. Das tut halt wirklich am meisten weh, weil du kannst dich nicht gut gegen wehren. Okay, das war gut, dass da das Schild geholfen hat. Ja, keine Ahnung, wie ich da hätte ausweichen sollen. Das war. Ist dann ein Kamikaze-Versuch geworden. Aber gefühlt hält er auch ein bisschen mehr aus. So, jetzt habe ich das erste Mal wieder in die zweite Phase geschafft, immerhin. Und dann springt er wieder auf mich rauf und dann war es das. Das war glücklich, dass das mit dem Ausweichen funktioniert hat. Gott, da hat er wieder irgendwie vorausgeahnt, wo ich landen werde. Nein, das hätte ich einfach. Ich hätte einfach das Vieh früher killen müssen. Jetzt habe ich mich kaum heilen können. Das ist natürlich ein Killer. Ach, das Schild ist am Arsch gewesen. Scheiße. Das hat wehgetan. Okay. Es klappt nur beschränkt, ja. Okay, das war dämlich. Ja, und da kriegt er mich aus der Luft. Ah, jetzt bin ich doch wieder angefixt. Das ist scheiße. Manchmal ist es dann, läuft es dann gut und dann willst du auch nicht mehr aufhören und. Ah, es ist so ärgerlich. Wenn das halt wirklich die letzte Phase wäre, und da sind wir also auch immer noch nicht sicher, wenn die dritte die letzte ist, dann ist es machbar. Aber du musst halt, weiß nicht, das Schild ist schnell kaputt. Und ich weiß auch nicht, wie sich das wieder auflädt. Das ist so die andere Sache. Irgendwie jetzt scheint es ja wieder nicht da zu sein. Gott, okay. Gleich wieder alles kaputt. Ja, okay. Das schenken wir mal freiwillig weg. Ne, jetzt ist es auch wieder nicht mehr da. Jetzt ist wieder das Geo-Symbol nur noch da.
Ich verstehe nicht so ganz, wie das Schild arbeitet. Das wäre halt echt cool zu wissen, weil, ja. Man muss halt wissen, wann es da ist, um auch mal ein bisschen riskieren zu können beim Heilen. Und eben sind wir ja echt aus einer Situation wieder zurückgekommen, wo du dachtest, okay, das ist eigentlich schon gewesen. Und dann heilst du nochmal zwei Stück hoch und dann sieht das plötzlich wieder ganz gut aus. Wenn man dann noch so ein bisschen gut ausweichen kann im folgenden Moment, dann ist das auch gar nicht so verkehrt. Ach Gott, dass er da wieder genau weiß, wo ich hingehe, ist natürlich auch wieder Gulasch. Oh Gott. Und dass ich da dann wieder an die falsche Ecke gehe. Okay, da war Schild zumindest. Ah, ich glaube, das Problem ist. Nee, Moment. Den Geoschwarm haben wir gar nicht mehr an. Irgendwie wechselt das Schild ständig zwischen Schild und Geo. Und ich weiß nicht so genau warum. Vielleicht, dass das jetzt. Ah, das könnte heißen, dass jetzt angekratzt ist oder so und dann später kaputt gehen kann. Das jetzt. Weil ich meine mir einzubilden, dass da so ein kleiner Riss zu sehen ist, aber vielleicht ist es auch pure Einbildung. Gut, aber wenn ihr wisst, ob man erkennen kann, wo er hinspringt, wenn er nach oben geht, dann sagt mir gerne Bescheid, weil das ist wirklich eine der Sachen in dem Kampf, die mir dezent auf den Geist gehen, weil du es einfach nicht so richtig rausbekommst. Vielleicht ist es tatsächlich sogar hörbar? Das war dumm. Das war noch dümmer. Jo. Ich mache einfach mal den ganzen Kampf in einem Move kaputt. Okay. Wenn du ein Leben hast und dir laufen zwei Fledermäuse hinterher und er, dann gib lieber auf. Erstmal in voller Konzentration. Der energische, gewissenhafte, überwältigende, prachtvolle, leidenschaftliche, furchterregende, schöne, mächtige Ritter Zote wird jetzt fallen. Da bin ich mir aber sowas von sicher. Du bist gleich kaputt. Oder auch nicht. Doch, bist du. Chaka. Chaka, boom. Das war richtig glücklich, dass ich da nichts abbekommen habe. Gut, wenn er einen Spawn macht und dann die Viecher genau in einem landen, das ist halt auch mies. Natürlich muss das Vieh genau auf mir landen. Das ist so ungerecht. Ja, nee. Okay, wie sieht's aus? Wir hängen viel zu lange da dran. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal wirklich eine Pause und spielen danach mit dem normalen Spiel weiter. Bis gleich.